Liebe Frechnerinnen und Frechner, ich grüße Sie aus dem Ständigen Stab, der sich auch in seiner heutigen Sitzung rund um die Themen Coronavirus beschäftigt haben. Seit gestern, seit Sonntag, gilt eine neue Erlasslage zur Kontaktsperre in der ganzen Bundesrepublik, in NRW und so auch in Frechen. Wir werden uns verstärkt darum kümmern, dass diese neuen Regeln auch gewissenhaft eingehalten werden. Darum haben wir unseren Ordnungsaußendienst personell sehr, sehr stark verstärkt. Und zwar mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus, die sich freiwillig gemeldet haben, um dort einzuspringen und zu unterstützen. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal allen meinen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich für dieses Engagement danken. Das ist nicht selbstverständlich und ich bin wirklich sehr stolz, zu so einer Mannschaft zu gehören. Wir werden also in den nächsten Tagen und Wochen sehr peinlich darauf achten, dass sich an die neuen Regeln gehalten wird. Denn sie sollen dazu dienen, unser aller Gesundheit stabil zu halten. Noch ein letztes, ganz Persönliches von mir. Mich haben in den letzten Tagen und Wochen so viele gute Worte erreicht auf unterschiedlichen Kommunikationskanälen. Ich habe sie alle gelesen, gehört und auch gerne angenommen. Vielleicht komme ich nicht immer dazu, direkt und zeitnah auch zu antworten. Ihre Worte sind alle bei mir angekommen. Ich verspreche Ihnen eins: Ich bleibe gesund für Sie, wenn Sie es auch für uns tun. Dankeschön.